Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 1. Juni 2014. Ich habe heute einen kleinen Text geschrieben. Das Zweite Vatikanische Konzil, Übersicht, der Geist des Konzils, was wollte Vatikanum II? Was wollte Vatikanum II? Die Antwort findet sich im Grunde genommen in einem kleinen Abschnitt aus dem Dekret über den Ökumenismus, Unitatis Red Integratio Nummer 3, da heißt es über die getrennten Kirchen und Gemeinschaften, also über die nicht-katholischen Gemeinschaften. Und der Geist Christi hat sich gewürdigt, sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen, deren Wirksamkeit sich von der katholischen Kirche anvertrauten Fülle der Gnade und Wahrheit herleitet. Nichtsdestotrotz, die nicht-katholischen Gemeinschaften sind, laut Vatikanum II, Mittel des Heiles. Ganz wichtiger Ausdruck und das Wesen der Vatikanum II-Gruppe. Nämlich hier wird die Wahrheit als solche abgelehnt. Um das genau zu verstehen, muss man die katholische Lehre kennen. Man findet die im katholischen Katechismus. Also 1955 haben die Bistümer Deutschlands einen katholischen Katechismus ausgegeben. Das ist jetzt die Ausgabe Herder Freiburg 1955. Das ist nur so ein generisches Vorwort. Liebe Kinder, euer Bischof. Ich habe auch noch eine andere Ausgabe hier von 1956. Ist aber derselbe Text, nur das Vorwort ist ein etwas anderes. Also Bischof Josef Godehard von Hildesheim, andere Verlagsbuchhandlung, Celle. Wie gesagt, der Text ist derselbe und da heißt es auf Seite 105 zum Thema die eine wahre Kirche. Die wahre Kirche kann man an bestimmten Eigenschaften erkennen, die Christus ihr gegeben hat. Sie muss einig sein im Glauben, in den Sakramenten und im Oberhaupt. Sie muss heilig sein, weil Christus sie geheiligt hat. Sie muss katholisch, das heißt allgemein sein, weil Christus sie für alle Völker und für alle Zeiten gestiftet hat. Sie muss apostolisch sein, das heißt, ihre Vorsteher müssen rechtmäßige Nachfolger der Apostel sein. Nur die römisch-katholische Kirche hat diese vier Kennzeichen. Sie ist einig, sie hat überall denselben Glauben, dieselben Sakramente und dasselbe Oberhaupt. Sie ist heilig, das zeigt sich an ihrer heiligen Lehre und ihrem heiligen Wirken, vor allem aber an ihren Heiligen, von denen Gott viele durch Wunder verherrlicht hat. Sie ist katholisch, weil sie die ganze Wahrheit und alle Sakramente bewahrt, von Christus an durch alle Zeiten bestanden hat und sich über die ganze Welt verbreitet. Sie ist apostolisch, weil sie bis auf die Apostel zurückgeht. Ihre Bischöfe sind rechtmäßige Nachfolger der Apostel und ihr Oberhaupt ist der Nachfolger des heiligen Petrus. Das zeigt am klarsten, dass sie die wahre Kirche Christi ist. Katechismen sind immer im Frage-Antwort-Stil geschrieben und da heißt es bei Frage 108, warum wird die katholische Kirche die allein Seligmachende genannt? Die katholische Kirche wird die allein Seligmachende genannt, weil sie allein von Christus den Auftrag und die Mittel empfangen hat, die Menschen zur ewigen Seligkeit zu führen. Also die katholische Kirche allein hat die Mittel. Und diese Lehre von der Heilsnotwendigkeit der Kirche ist Dogma. Das ist also nicht einfach so eine Lehraussage. Das ist etwas kompliziert, aber auch möglich zu erfahren. Zum Beispiel hier der Glaube der Kirche, Neuneros, gibt es in verschiedenen Auflagen, die sich auch von der Zusammenstellung, von der Zählweise und so ein bisschen unterscheiden. Das Grundgelegte ist eigentlich in dem Enchiridium Symbolum, aber von Denzinger. Das ist nur Latein geschrieben, das hier ist also Deutsch, das ist chronologisch, also einfach die Texte nach Erscheinen, das ist thematisch geordnet. Und da heißt es zu der Heilsnotwendigkeit der Kirche, die Heilige Römische Kirche glaubt fest, bekennt und verkündet, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit getrennter des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tode ihr, der Kirche, anschließt. So viel bedeutet die Einheit des Leibes der Kirche,
dass die kirchlichen Sakramente nur denen zum Heil gereichen, die in ihr bleiben, und dass nur ihnen Fasten, Almosen, andere fromme Werke und der Christdienst des Christenlebens den ewigen Lohn erwirbt. Mag einer noch so viele Almosen geben, ja selbst sein Blut für den Namen Christi vergießen, so kann er doch nicht gerettet werden, wenn er nicht im Schoß und in Einheit der katholischen Kirche bleibt. Also, die nicht-katholischen Gemeinschaften sind laut Dogma nicht Mittel des Heiles. Und im Jahr 1949 gab es einen Streit um Leonard Feeney in Boston, Boston College, der sogenannte Heresiefall, Heresy Case, Leonard Feeney. Und das Heilige Offizium hat dann einen Brief an den Erzbischof Cushing von Boston geschrieben. Zu den Gegenständen, die die Kirche immer verkündet hat und nie zu verkünden aufhören wird, gehört auch jener unfehlbare Satz, der uns belehrt, dass außerhalb der Kirche kein Heil ist. Dieses Dogma ist aber in dem Sinne zu verstehen, in dem es die Kirche selbst versteht. Die Kirche aber lehrt zunächst einmal, dass es sich in dieser Sache um ein strengstes Gebot Jesu Christi handelt. Zu den Geboten Christi aber gehört der Befehl an uns, durch die Taufe sich in den mystischen Leib Christi eingliedern zu lassen, der die Kirche ist, und Christo und seinem Stellvertreter anzuhängen, durch den er selbst auf Erden in sichtbarer Weise die Kirche regiert. Darum kann der nicht das Heil erlangen, der trotz seines Wissens, dass die Kirche von Christus in göttlicher Weise gestiftet wurde, sich weigert, sich der Kirche zu unterwerfen oder dem römischen Papst, dem Stellvertreter Christi auf Erden, den Gehorsam verweigert. Doch gab der Erlöser nicht nur das Gebot, dass die Völker in die Kirche eintreten sollen, sondern er bestimmte auch, dass die Kirche ein Heilsmittel sei, ohne dass niemand in das Reich der himmlischen Glorie eintreten kann. Die lateinischen Originaltexte kann man auch nachschauen. Das katholische Dogma lautet also: Ecclesiam medium esse salutis sine quo nemo intrare valiat regnum gloriae celestis. Also extra Ecclesiam nulla salus ist das. Und die V2-Heresie über die Communitatis sejuncte: Vis enim spiritus Christi uti nun renuit tamquam salutis mediis. Also ganz klarer, ganz krasser, fundamentaler Widerspruch, fundamentale Heresie, weil konträr zum Dogma. Und dann kann man auch noch an das Wort von Pius XII. Der Enzyklik über die Kirche erinnern, über die Mitgliedschaft in der Kirche. Den Gliedern der Kirche aber sind in Wirklichkeit nur jene zuzuzählen, die das Bad der Wiedergeburt empfingen, sich zum wahren Glauben bekennen und sich weder selbst zu ihrem Unsegen vom Zusammenhang des Leibes getrennt haben, noch wegen schwerer Verstöße durch die rechtmäßige kirchliche Obrigkeit davon ausgeschlossen worden sind. Also, zur kirchlichen Mitgliedschaft gehört eben auch, dass man die gesamte Lehre Christi glaubt, und das ist in der V2-Gruppe nicht der Fall. Also, wer V2-Mitglied ist, gehört nicht zur Kirche und muss also aus der V2-Gruppe austreten. Er kann also noch so lauthals beteuern: Ich klage das Konzil an, oder wie man das formulieren will. Wer una cum ist mit den Vertretern von Vatikan II, steht außerhalb der Kirche.